zu diesen, liebe Schwestern und Brüder, tiefen Worten Jesu am letzten Abend seines irdischen Lebens beschenkt uns Adrien von Speyer mit einem schönen Wort. Wir werden nie zu Ende kommen mit dem Ausloten dieser Worte Jesu, wenn wir sein Vermächtnis ernst nehmen, wie man diese Worte, vor allen Dingen des Kapitel 17, aber auch diese letzten Verse aus dem Kapitel 16, die wir jetzt hören, wenn man sie wirklich ernst nimmt und an sich heranlässt. Von Speyer schreibt: Jesus schenkt dem Vater die Menschen, die auf seinem eigenen Wege sind. Und er schenkt den Menschen den Vater, so wie er ihn erlebt und besitzt. Wir könnten sagen, das ist der ganze Sinn christlichen Lebens. Es ist der Sinn geistlichen Lebens, das zu erkennen. Wir, die wir zu Jesus gehören, hoffentlich nicht nur nominell, uns wird der Vater geschenkt, so wie er ist. Und Christus nimmt uns mit zum Vater. Er macht uns, dem Vater, zum Geschenk. Diese Wechselseitigkeit ist der große Weg nach Hause. Sein eigenes Leben darin zu finden, in dieser großen Prozession, die durch alle Zeiten geht und die erst zu Ende sein wird, wenn wir wirklich im Licht des Vaters angekommen sind.